Ist dir schon mal aufgefallen, wir sind irgendwie voll der perfekte Attentäter? Ich meine, wir haben gerade zwei, vier, sechs Zombies auf übelste Weise erledigt, also war nicht schlecht, Herr Specht. Wir sollten das Schloss einfach zerschlagen. Awesome. Now to distract those things. Carefully. I can't reach that brick. Naja, jetzt ist es doch auf. So, jetzt ganz leise. Und jetzt? Werfen wir es einfach kaputt. Oh ja. Nice. I got an idea. Hä? Und jetzt müssten sie doch. The streets are too full of those things to get out there and search for those keys safely. Totally. Maybe they could be lured around the building or something. You go run up there and lead them away? You don't seem like the high school track type. I am fleet of foot. The distraction's not bad though. A few seconds of searching it, we'll know if he has the keys. Kommt, wir haben eine Axt, Leute. Yeah, didn't work. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Ich würde gerne. What's everyone like in there? Oh, well, Carly's pretty nice, you know. Yeah. Lily doesn't take any crap. She's been keeping people on watch, things like that. And her dad. Yeah, that guy. He's kind of a dick. Pardon my French. Lasst mich überlegen. Wieso können wir denn jetzt eigentlich nicht weiter rausgehen? Das macht mich ganz im Schucke. Ich meine, wir haben eine Axt. Wir haben eine Axt. That place is full of TVs and electronics. That's a hasty fortification job over there. Let's head back inside. Okay. Ups, wir haben die Tür eigentlich aufgelassen, aber naja, wir werden sehen. Was ist? Oh. Bilder von unserer Familie. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead gods. Schwierig, schwierig. I don't remember them very well. Nee, das ist ja alles Quatsch hier. Warte mal, der Glenn ist doch so ein ganz flinker. You all right, hey Glenn. I'm okay. Thanks. Okay, gut. Der will doch nichts von uns. Mm-hmm.
Na gut. Das kann doch aber... Wir müssen jetzt irgendwas draußen machen können. Wanna go have a look around outside? Ja. Let's have a look around. Okay. Wir gehen jetzt raus. Wir finden irgendwas. Wir müssen doch irgendwas hier drin, hier draußen finden. Ein Teil haben wir zwar da, das Fenster zu schlagen, aber die Zombies dödeln ja immer noch hier rum. I can't look at him like that. God, poor kid. Few seconds of searching and we'll know if he has the keys. Ja, Scheiß, den brauchen wir. Wir brauchen den Typen. Weapons. I did, but it was das hat man schon. And then a bunch of guys showed up and they tried. I think they're most of who you see wandering around out there. Bewegen können wir uns auch nicht. Gut. Na, ich denke, ich lasse mir die Situation jetzt nochmal durch den Kopf gehen. Er hat nämlich auch bei dem Motel was gebracht. Ja. Mal gucken. Es wird schon. Man sieht sich, Leute. So, mal kurz alles durch den Kopf gehen lassen. Wieso haben wir die Fensterscheibe zu schlagen? Das ergibt ja so gesehen keinen Sinn. Let's head back inside. Okay. Wir sollten uns nochmal umgucken. Es hat auf jeden Fall was mit dem Elektroladen zu tun. Weil sonst hätten wir nämlich auch sonst hätten wir nämlich auch jeden anderen Laden kaputt machen können. Ich will jetzt nicht hier rum, hier rein. Okay. Hä? Ah, jetzt, okay. Mal genau umgucken. It's the remote to my dad's TV. Hä? That's what I figured. The parents came in here hoping to survive. But it looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero, maybe. Or a protector, at least. Okay. Moment. Ich glaube, ich hab's. Wir haben eine Fernbedienung und haben nur geguckt, ob die funktioniert. Wieso? Wieso hat er das gemacht? Was hat der Typ vor? Ganz einfach. Ist eigentlich voll logisch. Wir benutzen ist einfach die Fernbedienung. Wanna go have a look around outside? Let's have a look around. Okay. Okay. Da. Tada. Und jetzt gehen bestimmt da die Fernseher an. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Well, fucking done, Doc. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Oh, huh. Now's the time. Sehr gut. So,
Lass mich mal bitte hin zu meinem Bruder. Be careful. Keep an eye out, will you? I got to do this now, man. I got to do this. Wir müssen es tun, auch wenn es unser Bruder ist. Und nochmal. Ach du Scheiße, der Gute wird auch mal lebenslangen seelischen Schaden davon tragen. Wir haben unseren Bruder Bud getötet. There we go. Ups. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Wir haben Bud getötet. Wir haben Bud getötet. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Good. Dann wollen wir mal. Oh no. Shit. We gotta hurry. Whoops. Leute, ein Schraubenzieher im Rücken. I'm gonna get the truck pulled up round back. Moment. Kleinen Moment bitte. Ich hab's gleich. Ich muss nochmal fix was schließen. So, das schließe ich.